Nee, was ist das? Interagieren? Hey, was ist das? Nein! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen am Sammeln gewesen und hab dann hier so ein... Boah, hier kann man gar nicht sehen. Hab dann hier unten, ich zeige euch das mal kurz auf der Karte, hier unten bei der Lichtung des Vertrauens was glitzern sehen am Fluss. Ich wollte eigentlich... Oh, man kann ja auch nie was sehen. Ich wollte eigentlich nur hier hinten zu dem Felsbrocken weitergehen. Und da habe ich tatsächlich, wie ihr oben sehen könnt, das fallende Wasser gefunden. Ich dachte, ich werde bekloppt, aber... Vor allen Dingen, ich verstehe es irgendwie nicht. Nein, ich bin so dämlich. Das hieß nicht gefrorene Träne, oder? Nee, das hieß, warte mal, Herz aus Eis? Nee, okay. Obwohl, Eisträne? Können wir den... Ich habe da eine ganz blöde Idee, aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine blöde Idee ist. Ich hoffe, dass ich damit das Spiel jetzt nicht kaputt mache. Würde das gehen, wenn wir jetzt hier, sag ich mal, das war vielleicht nicht so günstig, weil es sehr weit weg ist. Wenn wir hier, nein, oder? Ich probiere das jetzt. Ich habe totale Panik, dass ich damit jetzt irgendwas falsch mache. Muss ich denn... Okay, ich muss es gießen. Boah. Kann ich jetzt schon ernten? Nein. Also nachdem ich doch sehr viel Scheiß erlebt habe gestern, bin ich jetzt ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Also abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich so nie darauf gekommen wäre, einfach in der Gegend rumzulaufen und dann danach zu gucken, ob ich das Ding irgendwo finde, hier am Wasser. Stelle den Zauber her. Ja, Moment. Wie soll ich denn jetzt den Zauber herstellen? Ich denke mal an der Werkbank, oder? Also, es tut mir auch leid. Ich weiß nicht genau, wie ich das am Anfang zusammenschneiden werde. Hier. Herrschaftliche Gießkannenveredlungssalbe. Das muss ich aber herstellen jetzt, ne? Hoffe ich doch mal. Ja, ja, dafür sind die 15 Champignons. Naja, gut, dass ich die immer wieder nebenbei aus dem Boden gezuppelt habe. Bringe Merlin das Ergebnis deiner Arbeit. Also ich war innerlich immer noch darauf eingestellt, dass wir was anderes machen. Ist der überhaupt da? Moment, ich laufe da so schön hin. Er ist natürlich mal wieder nicht da. Wo ist er denn? Da. Merlin. Merlin, Merlin. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Hallo? Hallo? Ich würde dich gerne ansprechen. Du ja? Bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich dachte eigentlich, ich habe genug Zeit. prächtig habe ich nicht vorgelesen. Nun, dann warte nicht hier. Probiere sie an einen dieser schrecklichen Pilze aus. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Echt jetzt? Ich fühle mich so dämlich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh, ernte Kirschen. An einen der Pilze ausprobieren. Hier oben sind, glaube ich, gar... Doch, Moment, hier oben sind auch Pilze. Tunnelt es auch hier. Fliegt wahrscheinlich gleich wieder auf den Schnabel. Reicht das schon von der Größe her? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja, ne? Nee, das sind die Kleinen, oder? Moment. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Und... Geh mal da unten hin. Weil hier waren auf jeden Fall große Pilze. Entschuldigung, ich bräuchte... Kein Problem. So, oh, Moment, waren ja noch wieder... Ja, waren noch wieder welche. Sahen irgendwie aus wie Eier, komischerweise, nicht wie Pilze.
Deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Hier sind auf jeden Fall die großen Pilze, die ich nicht machen konnte. Doch, dann waren das eine, aber auch die großen Pilze. Da kommen dann immer zwei raus. Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Wieder ein neues Gebiet. Und da hinten haben wir auch noch was. Das nehmen wir natürlich auch direkt mit. Ich nehme auch mal kurz mit. Jetzt kann ich die auch frei machen. Wie geil. I'm so happy. Happy, happy, happy. Oh, das ist gut. Da kriegt man gut Geld. Die Spitzhacke müsste ich auf jeden Fall noch machen, damit wir den Kram hier auch alles mal machen. Ich will jetzt hier natürlich nicht alles nehmen, aber die Truhen würde ich halt gerne mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Kann man das einsammeln? Nee. Okay. Ach, das ist ein Fisch. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst gerade? Moment. Ich möchte mir nur den Weg hier zumindest schon mal ein bisschen frei machen. So, ich weiß nicht, ob ich da dran hängen bleibe sonst. Hallo, mach das weg. So. Hier war jetzt nichts Besonderes. Hier können wir mal kurz gucken, was dabei rauskommt. Da liegt sogar Eisenerz daneben. So. Ja, ist nichts wirklich Besonderes. Okay, dann schauen wir mal, wo Merlin ist. Ist er noch... der ist da oben. Nicht abhauen zur anderen Ebene. Ich bin dich gerade am Suchen, Junge. Ja, wo ist er denn jetzt? Nee, er geht zum Haus. Und ich habe die Mütze richtig gesehen hier. Bleib stehen. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Nein, ich brauche deine Hilfe. Gameplayerin, ich bin sehr stolz auf dich, weißt du? Du hast die Verzauberung entschlüsselt und Magie erschaffen. Als Zeichen dafür, dass du nun eine echte Zauberin bist. Oh, ich muss mit dir reden. Och, halt doch mal die Klappe, Mini. Ist hier dein eigener Zaubererhut? Ha, großartig. Ja. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Jetzt kommen wir hier über... Ach so, da waren sogar Pilze direkt vor der Tür. Na super. Hätte ich gar nicht woanders hinlaufen müssen. Na gut. Ja, aber das ist doch perfekt, perfekt, perfekt. Ich würde fast sagen, dass wir dann mit Goofy mal... Ja, heb das mal eben auf, damit du mit dem reden kannst. Mit Goofy mal weitermachen, weil wir haben jetzt noch keine 10 Minuten aufgenommen. Hey, Kumpel! Es ist schön, zu Hause zu sein. Oh Gott, fotografisches Gedächtnis, das mysteriöse Wrack. Es ist schön, zu Hause zu sein. Ist das Wally? Hallo, Gameplayerin. Wer ist der Kleine? Sein Name ist Wally E. und er ist ein Roboter. Hui, unser eigener Roboter. Ich kann es kaum erwarten, mit dem kleinen Kerl zu reden. Wir sehen uns. Das war's jetzt schon, oder was? Hallo, Wally E. Ich bin Goofy. Willkommen in unserem Tal. Hallo. Moment, kann man das hier irgendwie... Nee, dann kann man nur das... Das glaube ich dann nehmen, ne? Wir müssen uns schon vor den Vergessen gekannt haben. Hallo. Hi. Ach, Remy, Moment. Das ist blöd. Moment. Remy hätte ich nämlich eigentlich auch gerne gemacht. Weil ich nämlich mehr Zutaten gehabt hätte. Ich glaube, mit Goofy, das mache ich später. Wir machen... Bleib doch mal stehen. Wir machen tatsächlich... Boah. Wir machen tatsächlich Remy erstmal. Gut, dass er mir gerade mal weggelaufen ist. Ich weiß, dass ich früher mehr Rezeptbücher hatte. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo sie sind. Dinge zu vergessen ist ein häufiges Problem. Mickey vielleicht weiß vielleicht noch, wo sie sind. Glaubst du? Ich schätze, er ist schon eine Weile hier. Wenn du Zeit hast, könntest du ihn bitte fragen, ob er meine Rezeptbücher gesehen hat? Klar. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja. Ah, ein perfekter Tag für ein Picknick. Zack. So, frage Mickey nach dem Rezeptbuch. Mickey, 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 Mickey. Ja, es ist ja alles so unübersichtlich geworden. Ah, okay, wir gehen jetzt erstmal hier hoch.
Das ist halt das Problem, wenn man so zack, zack, schnell alles so ein bisschen grindet und freischaltet und so, ne? Und dann am Ende kann man doch nichts machen, weil hey, alles zu viel ist. Hier drüben! Hi! Remis Rezeptbücher? Oh ja, ich habe sie vor dem Vergessen versteckt. Ich habe auf dieser Liste aufgeschrieben, wo ich sie hingetan habe. Oh nein! Was denn jetzt? Ja oder nein? Das Papier muss nass geworden sein. Man kann es nicht mehr lesen. Na toll. Allerdings, als ich die Liste schrieb, dachte ich daran, wo ich die Bücher versteckt habe. Könntest du deine Magie nutzen, um diese Notizen in Erinnerungen zu verwandeln? Bis ganz bald. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Benutzen. Mal schauen. Oha, Moment. Überall vergraben. Vergraben vor seinem Haus, denke ich mal. Vergraben am Strand. Und vergraben in der Höhle müsste das sein, ne? Okay. Vor seinem Haus, am Strand und in der Höhle. Frage ist jetzt, es müsste ungefähr irgendwo hier sein, ne? Vor seinem Haus? Wo kommst du denn jetzt her? Was ist das denn? Festliches Geschenkpapier. Hä? Hat das etwa der Baum hier abgeworfen? Ne, Moment, hier hinten ist auch noch was. Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie, nee? Du stehst doch direkt davor. Wieso kann ich nicht... Hä? Wieso kann ich da nicht graben? Oskar, geh mir mal aus dem Weg. Dich kann ich ja wegschieben. Nur den blöden Christoph, den kann man nicht wegschieben im Moment. Kann ich dich auch wegschieben? Ja, anscheinend nicht. Das wäre aber jetzt die einzige Stelle. Ja, hier ist noch was zum Ausgraben. Nein. Oh. Nein, du sollst... Leute... Du sollst das nehmen. Wieso kann man das nicht machen? Ja, Donald, so fühle ich mich heute auch irgendwie. Es war gestern schon so komisch. Hier unten nochmal. Nein, du sollst das nehmen, wo ich drauf zeige. Nicht das daneben. So. Ich gehe jetzt erstmal zum Strand. Also irgendwie das da oben will er nicht annehmen. Es war unten am Strand. Also, da komme ich jetzt schon wieder nicht hin. Auch das ist so nervig, dass man nicht einfach über das Ding drüber gehen kann. So, wenn ich das richtig gesehen habe, wahrscheinlich wieder nicht. Dann soll das hier irgendwo in der Nähe von dem Steg sein. Ich sehe nichts. Ach, da ist ein Buch. Ja. Das wollte ich jetzt nicht aufheben. Aber okay, da ist ein Buch. Dann, Moment, das zweite war dann hier in dieser Höhle, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja, bleib bloß überall hängen, ist okay. So, die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, an irgendeiner Statue war das unten, meine ich. Oder? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die... Ah, doch, da ist es doch. Wieso kann ich das... Ah, jetzt. Okay. So, Frage ist, kann man das nochmal angucken? Sammlung? Ne, nicht Kleidungssets. Ich will mir die Erinnerung angucken. Wie kam ich denn jetzt an die Erinnerung rein? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, doch, hier sind doch die Erinnerungen. Ich bin doch auch so blöd. Kann man sich das hier nochmal angucken? Weil das war doch sein Haus, oder nicht? Miki, 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 wo ist deine Erinnerung? Kann ich wahrscheinlich nicht angucken, weil es eine Quest ist. Ja, war ja wieder klar. Miki und Freunde. Hm.
Oder kann ich mir die nochmal angucken? Notizen zu Remis Spezialrezept. Mikis Notizen sind Spezialrezept. Ja, aber da steht, da kann ich nichts von ihm nochmal öffnen. Versteck des Buches. Ich meine, das wäre aber sein Haus gewesen, was ich da gesehen habe. Oder war das vielleicht Remis Haus? Das wäre jetzt logisch, weil das ja sein Buch ist. Oder war es vielleicht richtig und ich kann das aber nicht ausbuddeln, weil das Haus irgendwie jetzt da drauf steht oder so. Achso, nee, Moment. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich gucke jetzt mal einfach hier so ein bisschen. Hier ist auch noch was. Aber nicht das, was ich suche. Weil das wurmt mich jetzt, ne? Mit dem Haus hier. Ich weiß nicht, warum ich das nicht machen kann. Ich vermute mal... Ja, mach es doch einfach weg hier. Ich vermute mal, das ist... Er sagt ja immer, nee, will er nicht. Oder will sie nicht, besser gesagt. Ich vermute mal, dass das tatsächlich ist, weil das Haus da drauf steht. Das ist natürlich blöd, weil ich will das Haus jetzt nicht wegstellen. Ich kann es auch gar nicht wegstellen. Ich habe gar keinen Platz, das irgendwo anders hinzustellen. Deswegen... Wenn ich das nach vorne stelle, dann macht mir das ja den Eingang hier auch wieder kaputt. Kann ich das so lange mal eben hier unten hinstellen? Aber da ist nicht sein Buch drin. Nee, okay. Da ist schon wieder so ein Ding. Ey, was ist das mit dem Geschenkpapier hier? So, ich... Ich glaube, es war so, oder? Nee, dann ist es noch eins weiter nach rechts gewesen. So, so sieht es eigentlich gut aus mit denen davor. Hm, aber das sah aus tatsächlich, obwohl wenn es sein Haus ist, könnte es natürlich theoretisch auch irgendwo hier sein. Das Problem ist, ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Indem wir hier die ganze Zeit wie blöde rumlaufen und dann doch nicht herausfinden, wo es ist. Ich würde sagen, ich buddel jetzt hier mal ein bisschen weiter. Lass dabei auf jeden Fall auch die Kamera laufen. Oder ist das unten gut? Nee, das war Goofys Haus, oder? Warte mal, da ist noch was? Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich buddel hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter und ja, schneide das dann so zusammen, dass man auf jeden Fall sieht, wo ich das Ganze jetzt ausgegraben habe. Es könnte wirklich Goofys Haus sein, aber ich habe hier ehrlich gesagt nirgendwo was zum Buddeln noch. Deswegen, nicht, dass das jetzt da ist, wo ich jetzt hier mein Feldchen gemacht habe. Da kriege ich jetzt gerade ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Ja, Wolli. Ah, Moment, hier hinten ist auch noch was. Das Buch, das Buch. Ja, ich hab's, ich hab's. Ich muss euch nicht extra noch rausschneiden. Okay, bringe Remi alle Bücher. Moment, wo ist der denn jetzt schon wieder? Remi. Sehr schön. Er ist sogar bei sich im Restaurant. Glaube ich, oder? Doch, da ist er doch. Übrigens, da hinten, nämlich kann das ich mit hier, dir sprechen? Ist das, was ich meinte. Da könnt ihr dann nämlich die Sachen kaufen. Dummerweise habe ich das erst sehr viel später bemerkt. So, ja, möchte ich alles weitergeben? Ist jetzt eine blöde Kameraperspektive, ja? Bonjour! Meine Bücher, das ist toll. Danke, Gameplayerin. Oh, und ich weiß auch schon, welches Gericht ich für dich kochen möchte. Hier ist ein Rezept mit Erdnüssen. Wenn du mir ein paar Erdnüsse besorgst, werde ich es für dich zubereiten. Oh. Ich habe keine Erdnüsse im Tal gesehen. Nee. Du hast keine? Oh, ich erinnere mich. Ich habe nach dem Vergessen einen großen Vorrat davon nach Paris gebracht. Ich kann zurück nach Paris gehen und Erdnüsse besorgen. Ja! Oh, das wäre fantastisch. Danke. Ja, kein Problem.
Dann, ich wusste zwar noch nicht, dass das in Paris ist, aber klar, ich meine, die Filme spielen ja auch in Paris, oder der Film, es ist ja nur einer, spielt ja auch in Paris. Also warum nicht auch das Restaurant? Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo er hier Erdnüsse versteckt hat. Ein Riesenvorrat an Erdnüssen hat er. Sind das die hier? Ich denke ja, ne? Kann ich da? Schade, kann ich nur einmal machen. Ich gucke aber vorsichtshalber nochmal eben nach. Beutel mit Erdnüssen. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann bin ich wieder direkt hier. Ich hoffe, er ist noch hier drin. Ja, er versteckt sich mal wieder in der Ecke. Komm mal nach hier. Hallo? Ach, dann komm halt nicht nach hier. Da hinten ist das so doof mit der Kameraperspektive. Bitteschön. Hey, du bist es. Du hast die Erdnüsse gefunden. Oh. Lass uns aus den Erdnüssen, die du mitgebracht hast, eins meiner Lieblingsgerichte zubereiten. Ja, mach, komm. Wir sind ein gutes Team. Mhm. Koche Gerichte, die Erdnüsse enthalten. Kriege ich die Gerichte auch? Rezept für Erdnussbutter-Waffel. Rezept für Erdnussbutter-Sandwich. Okay. Lass mich auch hier raus. Hallo. Egal. Okay. Wahrscheinlich fehlt uns jetzt wieder die Hälfte. Aber erstmal gucken. Was brauchen wir denn? Erdnussbutterwaffeln. Da müssen wir noch was dazu kaufen. Weil ich hätte gerne eins von jedem noch im Angebot. Da müssten wir nichts zu kaufen. Wobei wir nicht allzu viel Weizen haben. Ich habe doch gerade Erdnuss... Hallo, ich habe doch gerade Erdnüsse mitgebracht. Achso, habe ich ihm gegeben. Ach so, nee, oder? Ja, jetzt können wir die Erdnüsse hier kaufen. Oh, du Schwein. Weißt du, wie teuer die sind? Ja! So, Moment. Dann nehmen wir hier noch was von mit, weil die Eier und die Butter habe ich, glaube ich, nicht mehr bei mir drin stehen. So. So. Das war das erste von beiden. Na ja, genau. Dann nehmen wir das hier erstmal. Ja, ist nur ein 2-Level-Gericht, aber ist ja auch egal. Zack. Ach so, ich muss 2 machen. Oh. Ach so, dann sollte ich aber noch eine holen. Das ist natürlich alles andere als günstig. Der lacht sich kaputt, weil er genau weiß, wie teuer die sind, die Sachen, die ich hier kaufe. So, dann nehmen wir aber trotzdem nochmal das Gleiche. Soll eigentlich ja egal sein, was ich mache, ne? Genau, sprich mit Remy. Wo ist der Kerl schon wieder hin? Ach, da. Hilfst du mir mal kurz? Also, das ist eine tolle Erdnusssorte. Ah. Ich muss sie im Restaurant zum Spezialgericht dieser Woche machen. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Bravo! Ja, kein Thema. Da können wir sogar weitermachen. Eigentlich ist die Folge ja jetzt schon ziemlich lang geworden. Aber ich gebe zu, ich würde schon gerne weitermachen, weil ich denke, dass wir dann da hinten das Letzte auch noch freischalten können. Und genau darum geht es mir nämlich, dass wir ganz viel freigeschaltet haben, also ganz viel Zugriff haben, um dann ganz viele Sachen herzustellen. Weil ich habe so einiges, was ich gerne ausprobieren möchte an Kombinationen. Und hier drüben. Das wird für mich ehrlich gesagt noch sehr, sehr teuer werden, weil ich die Sachen ja alle kaufen muss und... Ihr habt es ja gesehen, die Preise, ne? Also teilweise 250 und was, um die Sachen da hinten zu kaufen für einen Teil. Das ist schon heftig. Ja, ich würde jetzt sagen, da ich nicht weiß, wie lange das dauert, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ist blöd, dass das nicht ganz so zusammenhängt, aber naja, gut. Ist dann halt jetzt so. Und ich würde dann wirklich sagen, dass wir in der nächsten Folge mit Remy erstmal weitermachen, weil ich da doch gespannt bin, ob wir da hinten das freischalten können. Vielleicht auch nicht beim nächsten Mal, vielleicht erst in der Quest danach oder so. Ich weiß es ja nicht. Aber ich möchte halt, wie gesagt, Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Ja, danke. So viel Auswahl wie möglich haben. Erstmal natürlich auch an Rezepten.
und auch an Zutaten. Deswegen, wenn Remi jetzt nichts dagegen hat und mir nicht wieder reinredet, dann verabschiede ich mich und ja, hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.